Hallo, ich bin Sarah Mahita, ich bin 22 Jahre alt und arbeite jetzt knapp seit 7 Jahren als Schauspielerin. Ich habe letztes Jahr mit dem Regisseur Philipp Klinger den Film Albträumer gedreht. Der Film beschäftigt sich mit dem Thema Suizid, dem Abschied nehmen und der Heilung. Es ist bis heute für mich ein wirklich sehr, sehr, sehr besonderes Projekt. Ich glaube, ich habe in meinem ganzen Leben noch nie so viel gefühlt wie während dieser Drehzeit. Es war eine absolute Herausforderung für mich als Schauspielerin und auch als Mensch tatsächlich. Ich habe versucht, mich auszuprobieren und mich ganz dem Leben und dem Schicksal Rebekkas hinzugeben. Und bin dabei an einige Grenzen gestoßen. Ja, umso mehr freue ich mich jetzt aber über die Nominierung. Ich fühle mich sehr, sehr, sehr geehrt. Vielen, vielen herzlichen Dank. Und ich wünsche uns allen eine schöne Zukunft. Es bleibt ja spannend, aber ja, ganz, ganz liebe Grüße von mir.